Heute bauen wir eine coole Sitzbank, die so einfach ist, dass sie wirklich jeder nachbauen kann. Das Ganze mache ich aus alten Spanplatten, da habe ich noch genug rumliegen. Da wird kein neues Holz dafür verschwendet. Und wenn ihr jetzt kein Restholz daheim habt und euch eh Holz besorgen müsst, könnt ihr euch im Baumarkt auch gleich auf die passende Maße zuschneiden lassen. Weil dann habt ihr nämlich im Schalungsbau noch weniger Arbeit. Vom Design her soll die Sitzbank eine klassische Gartenbank werden mit Kufen aus Beton und einer Sitzfläche aus Holz. Und ich denke, das Projekt wird auch für viele von euch interessant sein, weil es wirklich echt, wie ich schon gesagt, einfach umzusetzen ist. Ein paar Werkzeuge braucht man natürlich zum Bau, das ist klar, ohne geht's nicht, aber ihr werdet sehen, das ist echt überschaubar. Es sind insgesamt 14 Schalungsteile, die man braucht und die Maße dazu blende ich euch hier mal ein. Bei dieser Sitzbank werde ich auch ein bisschen anders vorgehen als bei meiner letzten Gartenbank. Ich werde zum Beispiel die Sitzfläche nicht mehr als komplette Fläche machen, sondern die einzelnen Kanthölzer unterteilen. Dann kann nämlich das Wasser besser abfließen und bleibt nicht auf der Oberfläche stehen. Und dann hat man im Außenbereich deutlich weniger Probleme mit Feuchtigkeit. Mit dem aufwendigsten Teil sind wir schon durch. Jetzt müssen wir die Schalung nur noch montieren, aber das ist auch kein Problem. Den Schalungsbau will ich jetzt hier eigentlich gar nicht mehr groß eingehen, weil es letztendlich einfach nur ein Kasten ist mit einer Aussparung an der Oberseite. Und die Aussparung, die ist so groß wie die Materialstärke von den, ja, von den Kanthölzern, die man für die Sitzfläche verwendet. Mehr ist es nicht. In meinem Fall sind es jetzt 54er Kanthölzer, die ich hier verwende. Und an der Höhe habe ich noch 3 mm dazugegeben, weil ich später noch eine Aluschiene unterlegen will, dass das Holz dann nicht direkt auf dem Beton aufliegt, wegen der Feuchtigkeit. Als letztes kommt dann noch die obligatorische Silikonfuge, dass die Schalungsform dicht ist und die Betonkanten leicht abgerundet sind. Kennt ihr alle schon. Und in dem Fall mache ich so, dass ich die Fuge erstmal ziehe, bevor ich die letzte Platte aufschraube, weil dann hat man keine Platzprobleme, kommt überall gut dran. Und die letzten zwei Fugen, ja, da ist es dann ein bisschen eng, aber das kriegt man auch hin. Ja, das war's schon mit dem Schalungsbau. Also das war diesmal echt extrem easy, das bekommt jeder hin. Seht ihr ja, einfach so einen Kasten mit so einer Aussparung drin. Und dann können wir jetzt auch schon mit dem Betonieren weitermachen. Ich habe mir wieder günstigen Betonessig aus dem Baumarkt als Grundmasse besorgt und den werten wir wie immer noch ein bisschen auf. Wie man so eine Fertigmischung qualitativ noch ein bisschen aufwerten kann, das habe ich euch ja kürzlich erst in einem anderen Video gezeigt. Ich habe hier noch ein bisschen zusätzlichen Zement beigemischt. Dann Mikrosilica, dass der Beton witterungsbeständiger und härter wird. Und dann noch ein Fließmittel, dass es sich eben einfacher bearbeiten lässt. Aber das kennt ihr ja auch alles schon. So, da muss der Beton jetzt eigentlich nur noch in die Schalungsform. Ich habe mir zuvor überlegt, ob ich zur Gewichtsreduzierung wieder ein paar Styroporkerne mit einbetoniere. Ja, bin aber dann davon abgekommen, weil eine Kufe wiegt massiv betoniert um die 50 Kilogramm. Und Styroporkerne, das wäre wieder ein größer Aufwand gewesen. Ich sage, 50 Kilogramm sind gut handelbar und so eine Bank, die stellt man im Garten auch nicht ständig um. Zwischendurch immer gleich mal ein bisschen verdichten, dann hat man nämlich später weniger Probleme mit Lufteinschlüssen. Während ich hier die Betonkufen ausschalte, kann ich euch auch gleich noch ein bisschen was zu den Kosten, also zu den Materialkosten für die Bank erzählen. Die sind echt überschaubar, wir liegen sogar unter 100 Euro. Wenn ich alles zusammenrechne, komme ich auf grob 80 Euro und da ist der größte Kostenpunkt das Holz, also die Kanthölzer für die Sitzfläche. Die machen schon mal ca. 40 Euro aus und dann kann man noch rechnen für das Schalungsholz ca. 20 Euro, 10 Euro für den Beton und dann für die kleinen Metalleisenteile, die Gewindestäbe, was wir nachher nochmal brauchen, auch nochmal ca. 10 Euro. Ich habe auch mal im Internet recherchiert, was so eine Bank kostet, wenn man sich die fertig kauft. Da habe ich jetzt leider nicht wirklich viele Bänke in diesem Design gefunden, aber die, wo ich gefunden habe, die lagen so zwischen 600 und 700 Euro und ich würde sagen, da lohnt sich das selber machen schon noch, weil der Arbeitsaufwand, der ist ja auch bei dieser Bank sehr überschaubar. Ja, also der Sichtbeton ist echt richtig gut geworden, nahezu perfekt, gefällt mir sehr gut und dann können wir jetzt auch gleich mit der Sitzfläche weitermachen. Das Holz für die Sitzfläche habe ich mir im Baumarkt besorgt. Das sind hier 54 x 54er Kantholzer mit einer bereits gehobelten Oberfläche. Die sind zwar etwas teurer, aber dafür spart man sich halt dann auch einiges an Arbeit. Ja, wenn ihr euch Holz im Baumarkt besorgt, schaut zu, dass die Kanthölzer möglichst gerade sind und möglichst wenig Astlöcher haben. Die Kanthölzer lassen sich dann später mit den Gewindestangen zwar noch ein bisschen ausrichten und nachziehen, aber wenn man von vornherein gerades Holz verwendet, dann hat man deutlich einfache Arbeit. Bei den Löchern für die Gewindestäbe sollte man schon relativ genau arbeiten, weil sonst hat man dann später, wenn man ungenau arbeitet, einen Längenversatz bei den Kanthölzern. Ich verwende dazu so einen Bohrchick, weil da kann man nämlich dann auch mit der Hand relativ gerade Löcher bohren. Danach habe ich mir die Kanthölzer dann noch auf die benötigte Länge zugeschnitten. Die kann man bei den Betonkufen ja individuell wählen. Und dann braucht man nur noch einen Oberflächenschutz, weil die Bank nämlich im Freien stehen wird.
Beim Oberflächenschutz werde ich diesmal ein bisschen schlauer vorgehen als beim letzten Mal. Beim letzten Bankprojekt habe ich nämlich ein Hartwachsöl aufgetragen, aber das war für den Außenbereich überhaupt nicht geeignet. Da ist das Holz nach kürzester Zeit grau und unansehnlich geworden. Und deswegen teste ich heute eine Holzschutzfarbe. Das ist ein neues Produkt von meinem langjährigen Kooperationspartner von Lignocolor. Und das soll hochdeckend sein, super beständig und einen sehr guten UV-Schutz haben. Also, das werden wir heute mal testen. Ich habe mich jetzt für den Farbton Thunderstorm entschieden, in Matt. Also eigentlich war es ja meine Frau, die die Farbe ausgesucht hat. Mit der Farbauswahl war ich nämlich ein bisschen überfordert. Die Farbe gibt es in 144 verschiedenen Farbtönen, jeweils in einem glänzenden und in einem matten Oberflächenfinish. Und ihr seht, da sind auch die aktuellen Trendfarben dabei, auch alles ein bisschen so Kreidefarbenoptik, was aktuell modern ist. Wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir die Farbe an unsere Terrasse anpassen. Da soll die Bank dann stehen. Die Bank soll grau sein, aber nicht komplett grau, sondern die Sitzfläche soll sich etwas dunkler abheben. Und da hat uns der Farbton Thunderstorm ganz gut gefallen und ich bin schon mal gespannt, wie das dann in Kombination mit den hellen Betonkufen aussieht. Bei Lignocolor bekommt ihr übrigens auch noch viele andere Produkte für den Oberflächenschutz, also wenn ihr was braucht, schaut einfach mal vorbei. Die Farbe habe ich jetzt mal über Nacht aushärten lassen und jetzt müssen wir natürlich die Hölzer noch irgendwie verbinden und da werden wir auch ganz einfach vorgehen. Da habe ich mir nämlich hier solche Gewindestäbe besorgt und solche Langmuttern. So sehen sie aus. Sind genau 2 cm lang. Also ich weiß es nicht, ich kenne sie nur unter dem Begriff Langmuttern, aber vielleicht heißen sie auch anders. Ist ja auch egal, ihr wisst, was gemeint ist. Die Löcher habe ich von der Größe her so gebohrt, dass ich bei den äußeren Kanthölzern 6 mm gebohrt habe, also so groß wie der Gewindestab, und die mittleren Kanthölzer mit 7 mm. Weil dann hält nämlich der Gewindestab die äußeren Kanthölzer zusammen und die mittleren Kanthölzer kann man dann einfach überschieben. Dass das Holz von der Sitzfläche bei Feuchtigkeit nicht direkt auf den Beton aufliegt, habe ich an der Unterseite noch ein Flachprofil aus Aluminium angeschraubt und dann hat man einen gewissen Abstand zwischen dem Holz und dem Beton. Als letztes musste nur noch der Beton vor Feuchtigkeit geschützt werden und da habe ich eine unsichtbare Imprägnierung aufgetragen, die die Optik und Haptik von dem Beton nicht verändert. Und damit war die Bank auch schon fertig. Wie versprochen, alles kein Hexenwerk. Jetzt muss ich die Brummer nur noch hier hoch auf die Terrasse schaffen und dann schauen wir uns die fertige Bank mal an. So. Und da steht sie jetzt. Also ich sage, die ist echt gut geworden, sieht modern aus, passt gut zu unserer Terrasse und von der Größe her kann man sich die natürlich anpassen, wie man möchte. Auch die Betonkufen kann man größer machen oder kleiner. So wie sie da steht, würde ich sagen, ist das ein stimmiges Gesamtbild. Wir sind uns jetzt im Nachhinein ganz sicher, ob es nicht doch ein bisschen besser gepasst hätte, wenn wir die Sitzfläche so dunkel gemacht hätten wie die Metallrahmen von der Sitzgarnitur. Aber ja, gut, ist Ansichtssache und wir sind auch so echt zufrieden. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. In diesem Sinne wären wir voll wieder durch. Ich bin zufrieden, die Frau auch. Und ja, ich trinke jetzt noch ein schnelles Bierchen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder zu neuen Projekten. Bis dahin, macht's gut. Ciao.